Ich ging an einem schönen Sommertag über den Markt. Die Luft war frisch, die Sonne erleuchtete mir den Moment. Zahlreiche Menschen gingen ihren Weg. Ganz leicht roch es nach Bratwürsten und frischen Brötchen. Nebendran kämpften die Tauben um die letzten Essensreste. Nach einer Weile erreichte ich eine Kirche. Ich dachte, so ein Kirchenbesuch ist mal eine besondere Gelegenheit, etwas zu tun, was man nicht jeden Tag macht. Vielleicht ließe sich ja die Architektur bestaunen oder tatsächlich ein Hauch dieser frommen Gläubigkeit erhaschen. Auf dem Weg in das Innere der Kirche lief mir gerade ein schwarz gekleideter Mann entgegen, vermutlich ein Pfarrer. Plötzlich blieb er stehen und schnappte nach Luft. Er konnte nicht mehr weiter und keuchte mir entgegen, er hätte einen Herzanfall. Niemand der anderen Menschen bemerkte etwas. Da die Kirche etwas entfernt vermarkt war, hätte auch lautes Rufen nicht viel genutzt. Einen Krankenwagen hätte ich ebenfalls nicht rufen können, denn der Akku meines Smartphones war leer. Die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten, wäre gewesen, ein in der Nähe unbeobachtetes Auto zu klauen, um ihn damit ins Krankenhaus zu fahren. Das wäre aber eine schlechte Tat gewesen. Was wäre nur gewesen, wenn diese Geschichte tatsächlich passiert wäre und es kein Pfarrer, sondern der Papst gewesen wäre? Soll ich den Papst wirklich sterben lassen, damit ich keine schlechte Tat begehe?